Fangen wir an. Danke, dass ich hier sein darf. Ich bin Björn. Ich studiere derzeit an der Hochschule Mannheim und habe in Heidelberg am Uniklinikum mein Forschungsprojekt zum Thema Neuroprothetik. Dieses Thema ist noch relativ jung als Forschungsgebiet selber, hat aber gewisse Vorzüge. Woher kennen wir im Normalfall Neuroprothetik aus Film und Fernsehen? Woher wohl? Star Wars lässt grüßen mit einer Handprothese, die voll mechanisch eine reale Hand ersetzt hat. In dem Falle funktioniert sie hydraulisch. Heute gibt es teilweise andere Konzepte. Matrix ist auch ein nettes Beispiel. Da verfrachten wir mal das Gehirn in einen virtuellen Computer, lassen aber den Körper noch da. In Avatar sieht das ganz anders aus. Da steuern wir entweder einen künstlichen Körper oder am Ende werden dann gleich direkt komplette Seelen in irgendwelche künstlich erschaffenen Körper hineinversetzt. Und wir wollen im Laufe des Vortrags mal schauen, inwieweit das Ganze der Realität entspricht oder inwieweit man da überhaupt irgendwann mal hinkommen kann. Erstmal einführend nochmal so ein bisschen Wiederholung, Neuroanatomie und Neurophysiologie, da sicherlich bei dem einen oder anderen Biologie ein bisschen her ist. So sieht im Normalfall ein Nerv aus. Er hat irgendwo oben einen Zellkörper mit einem Zellkern. Dort oben an der Oberseite kommen die Signale rein und werden nach unten über das Axon zu den Synapsen weitergeleitet. An den Synapsen hängt entweder eine weitere Nervenzelle oder irgendwann dann das Rückenmark, wenn es in Richtung Gehirn geht, oder Muskeln auf der anderen Seite, wenn sich irgendwas bewegen soll. Ganz wichtig an der Stelle, Nervensignale laufen generell nur in eine Richtung. Das heißt, eine Nervenzelle kann Signale nur von oben nach unten leiten oder von unten nach oben, aber nicht bidirektional, was doch relativ wichtig ist. Wie sieht so eine Zelle innen drin aus? Da haben wir im Prinzip eine Zellmembran und wir haben innerhalb der Zelle ein anderes elektrisches Potenzial als außerhalb der Zelle. Das liegt so innen drin bei 0 Millivolt und außen dann bei minus 90 Millivolt. Und wenn eine Nervenzelle dann angeregt wird, dann entsteht ein sogenanntes Aktionspotenzial, wobei hier entscheidend ist, dass wenn ein Signal kommt, muss diese Schwellspannung überschritten werden. Wenn das nicht passiert, dann versackt der Impuls, es kommt kein Signal und das war's. Sollte diese Schwellspannung erreicht werden, vollkommen egal um welche Höhe, kommt auf jeden Fall ein vollständiges Signal zustande. Das ist auch einer der Gründe, weshalb letztendlich sämtliche Signalstärken innerhalb des Körpers werden nicht dadurch bestimmt, wie hoch so ein Signal ist, sondern wie viele Signale in der Frequenz hintereinander abgespult werden. Also wir haben eine reine Frequenzkodierung. Von daher bringt es auch relativ wenig, viel Strom in den Körper einzubringen, um einen möglichst großen Effekt zu erzielen. Bringt nichts, weil wir müssen schnelle Signale senden. Wobei, wenn wir nochmal zurückgehen, schnell ist im Körper relativ. So ein Aktionspotenzial hat bis zu 5 Millisekunden Länge. Ist jetzt im technischen Bereich nicht wirklich schnell. Wie kann man dann sowas messen? Man steckt im einfachsten Falle zwei Nadeln in den Körper und zeichnet die Signale auf dem Oszilloskopschirm auf. Da kann man dann entsprechend, wenn man das an zwei Stellen macht, sagen, in welche Richtung bewegt sich jetzt das Signal, ob nach oben Richtung Gehirn oder nach unten Richtung Muskel. Man kann aufgrund des Wissens aber auch selber Reize auslösen. Das heißt, man nimmt eine dritte Nadel und jagt dann einen Stromimpuls rein und löst damit selber ein Aktionspotenzial aus. Man muss halt nur diese Schwellspannung überschreiten. So das theoretische Modell. Dann könnte man sagen, okay, wenn ich bei jeder einzelnen Nervenfaser im Körper sagen kann, in welche Richtung läuft sie, entweder sensorisch Richtung Gehirn oder motorisch Richtung Muskel, und ich kann die Richtung bestimmen und ich kann ein Nervensignal auslösen, dann könnte ich theoretisch
Bewegungen auslesen, die vom Gehirn kommen, Bewegungsgedanken. Ich könnte selber Bewegungen auslösen. Ich könnte aber auch sensorischen Input aus irgendwelchen Sensoren, die außerhalb von irgendwo kommen, einfach ans Gehirn wieder zurücksenden. Soweit die Theorie. In der Praxis sieht das leider anders aus. Das ist so ein Nervenbündel. Das ist ein paar Millimeter in der Breite, da sind aber etliche tausend Nervenfasern drin. So klein werden wir mit der Elektronik nicht. Daran scheitert das Ganze. Wäre schön, wenn es funktionieren würde, funktioniert leider nicht so. Was man dann in der Zwischenzeit alles entwickelt hat, ist eine ganze Reihe an unterschiedlichen Elektronenarten, die angefangen von irgendwelchen Elektronen, die man auf die Haut aufklebt, bis hin zu Elektronen, wo man erstmal Nerven durchschneidet, um dann Elektronen einzuführen, dass die Nerven da durchwachsen, haben sich eine ganze Reihe entwickelt, die alle mehr oder minder gut funktionieren. Ganz klar, je weiter ich an die einzelne Nervenzelle rankomme, umso selektiver ist das Ganze. Ich kann erheblich genauer aufschlüsseln, was eigentlich stattfindet. Problem ist halt, ich muss immer mehr den Körper aufschneiden. Und auch Dinge verletzen. Im einfachsten Fall, wenn wir hier so eine Oberfläche, eine Elektrode anbringen für ein EKG, ist das relativ simpel und gut machbar. Es wird dann schwierig, wenn man irgendwelche einzelnen Nervensignale erreichen will, weil man zwangsläufig Fettgewebe, Knochen, Haut, all das dazwischen hat, was natürlich zu einer gewissen Signalstreuung führt. Dann kann man eine Nadel einfach waagerecht in die Haut reinstechen. Dann ist man zumindest schon mal unter der Haut, hat ein bisschen Signaldämpfung weg, ist aber auch noch nicht das Optimum. Man kann Elektronen direkt auf Muskeln oder Nerven drauf nähen oder dort direkt anbringen. Das sind diese beiden Stück. Man kann Nerven einmal längs durch Elektronen längs durch einen Nerv durchschieben. Hat da schon das Problem, dass man die eigentlichen Nervenbündel aktiv beschädigt. Das heißt, mit dem Eingriff beschädige ich zwangsläufig ein momentan meistens intaktes System bei irgendwelchen Tieren. Bis hin zu entweder ich schneide einen Nerv an zwei Stellen durch und setze da ein Sieb ein und hoffe, dass durch dieses Sieb dieser Nerv wieder zusammenwächst, dann kann ich x Sensorstellen entsprechend aufschlüsseln und dort jeglichen Unfug mittreiben. Problem ist, ich muss den Nerv einmal komplett aufschneiden. Ist relativ doof, weil wir noch nicht wissen, wie genau der dann wieder zusammenwächst. Und dann abschließend, aber da kommt zu den obersten, kommen wir gleich nochmal etwas detaillierter, gibt es noch einen Chip, der direkt auf die Gehirnoberfläche transplantiert werden kann, um Gehirnsignale aufzuschlüsseln. Wenn hier nochmal kurz zusammengefasst, je invasiver, also je mehr ich in den Körper rein muss, desto selektiver sind natürlich die Signale. Peripher hat sich eine ganze Menge entwickelt. Zentral fürs Gehirn gibt es im Prinzip nur zwei Elektronenformen, wobei die eine nicht unbedingt dazu zu rechnen ist, weil die einfach nur dazu da ist, gewisse Gehirnfunktionen zu unterdrücken. Wie sieht sowas aus? Wenn man mal so einen Nerv hat, dann hat man vorne eine Nadel, hat hier eine ganze Reihe an Elektronen, die entlang von so einer flexiblen Leiterbahn aufgeschlüsselt sind, sticht mit der Nadel einmal ins Nervenbündel rein, zieht den Faden einmal längs durch und hofft, dass mit den Elektronen relativ viel erreicht. Wenn man es dann detaillierter haben will, schneidet man halt den Nerv auf, legt da so ein Sieb rein und hofft, dass dann der Nerv wieder zusammenwächst. Das ist momentan noch leicht illusorisch, weil das nicht so ganz funktioniert. Zumal, es gibt Versuche, es wird probiert, aber so ganz gelungen ist es bis heute noch nicht. Zumal in so einem Sieb mal nur 126 aktive Elektronen drin sind. Was mit ein paar tausend Signalen, die man ganz gerne hätte, irgendwie schlecht vereinbar ist. Zumal es noch ein anderes Problem gibt. Selbst wenn man es schaffen würde, so viele Löcher da reinzukriegen und die ganzen Signale aufzuzeichnen,
wie kriege ich denn die Signale zur CPU? Ich brauche nämlich für jedes Signal logischerweise auch ein einzelnes Kabel. Und ein Kabelstrang von 10.000 Kabeln lässt sich relativ schlecht im Körper verlegen. Doof. Für zentral fürs Gehirn gibt es das sogenannte Utah Array, das in Utah von der Universität entwickelt wurde. Da wird bei entsprechenden Patienten, das ist ein paar Mal schon eingesetzt worden, wird entsprechend der Kopf aufgemacht, Schädeldecke aufgemacht und dann wird dieses zweieinhalb mal zweieinhalb Zentimeter große Array einmal auf die Gehirnoberfläche gesetzt. Das passiert mit einer kleinen Luftpistole. Und dann hat man anschließend einen solchen Konnektor, der aus dem Kopf rausguckt, wo dann Dinge angestöpselt werden können. Problem an den Elektroden ist, die können funktionieren 15 Monate lang momentan und dürfen auch nur 15 Monate lang benutzt werden, weil irgendwann die Signalqualität nachlässt, weil der Körper anfängt, vorne die Spitzen abzuknabbern. Also theoretisch alle 15 Monate Gehirn einmal aufmachen, neuen reinschießen, wieder zumachen. Ist vielleicht nicht das Optimum, zumal wenn so ein neues Teil drin ist, muss man das Teil auch erstmal anlernen und der Patient muss lernen, wie muss ich denken, um irgendwas zu bewegen. Hat man eben gerade im Vortrag von dem Herrn Professor Suhrkamp gesehen, da gibt es vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt ein Projekt, wo eine entsprechende Patientin mit so einem Teil versehen wurde und die kann einen Roboterarm bewegen. Schön und gut. Nicht so ganz praxisnah, weil das funktioniert einmal im Labor. Spätestens nach 15 Monaten funktioniert es nicht mehr. Wie haben wir in der Medizintechnik so ein gewisses Problem? Wir müssen nachweisen, dass Dinge funktionieren und wir müssen im Vorfeld Dinge testen. Das heißt, als allererstes, wenn man so implantierbare Elektroden entwickelt, geht man ganz normal ins Labor, hat irgendwelche Zellkulturen und testet, ob die Elektronik daran funktioniert. Dann ist man verpflichtet, das Ganze an Tieren auszuprobieren und abschließend muss es in klinischen Studien an realen Patienten belegt werden, dass das System funktioniert. Weil kein Patient lässt sich irgendwas einsetzen, wo man nicht weiß, ob das überhaupt funktioniert. Gerade wenn es ein bisschen invasiver ist und wenn man vorher feststellt, dass die Ratte daran schon zugrunde geht, dann lässt man das besser bei Menschen. Was gibt es für Anwendungen für Neuroprothesen ganz allgemein? So, das bekannteste ist mal der Herzschrittmacher, der ja doch relativ häufig inzwischen rumgetragen wird. Da sitzt im Prinzip dieses kleine Teil irgendwo in einer kleinen aufgeschnittenen Brusttasche in der Haut drin. Dort führen dann zwei Elektroden ins Herz hinein und entweder funktioniert das Herz von Haus aus nicht richtig, dass irgendeine Signalquelle im Herz den Signalimpuls nicht richtig generiert. Dann wird dieser Takt aktiv von diesem Herzschrittmacher generiert und übernimmt diese Funktion. Oder alternativ hat der Herzschrittmacher eine rein überwachende Funktion, dass er die Herzfrequenz die ganze Zeit überwacht und soweit das EKG abnorm aussieht, nach einem Herzinfarkt, nach Kammerflimmern und dergleichen, dass dann entsprechend ein Schock abgesetzt wird, wie es im Fernsehen so wunderbar mit dem Defibrillator gezeigt wird. Funktionieren gut, sind bewährt, können ausgetauscht werden. Die Batterien, die da drin sind, halten für knapp 10 Jahre. So lange bleiben die heute meistens gar nicht im Körper, weil sie vorher gegen neuere Modelle ausgetauscht werden. Vor 2 Jahren ist, glaube ich, der erste Patient mit dem Herzschrittmacher gestorben, endgültig. Der hatte aber, glaube ich, in seinem ganzen Leben irgendwas im zweistelligen Bereich an Herzschrittmachern verbastelt. Also doch relativ ausgereiftes System. Ein ähnliches System setzt man inzwischen im Gehirn ein. Dort ist es im Prinzip eine ähnliche Signalquelle, die irgendwo im Brustbereich aufgestellt wird und die Elektrode geht direkt ins Gehirn rein und beispielsweise bei Epilepsie-Patienten kann man durch entsprechende Hirnaktivitäten im Vorfeld detektieren, ob ein Anfall bevorsteht und dann kann man mit externen Stimulationsimpulsen direkt an der Signalquelle diese unterbinden.
dass man versucht, diese Dinge zu unterdrücken, dass die gar nicht vorkommen. Ähnlich bei Parkinson-Patienten, bei Tremor-Zitter-Anfällen von Patienten und dergleichen. Nächster Punkt, der schon leicht in eine Richtung reinspielt, was uns nachher noch beschäftigen wird, ist der Blasenstimulator. Wenn wir einen Patienten haben, der eine Querschnittslähmung besitzt und im Rollstuhl hockt, dann hat er ab einer gewissen Schädigungshöhe einfach keine Kontrolle mehr über seine Blasen- und Sexualfunktionen. Ist relativ unangenehm, das Thema. Und es gibt einen Chip, den man den implantieren kann an die entsprechenden Nerven, dass er seine Blasenfunktionen zumindest wieder selber kontrollieren kann. Dass er nicht zwangsläufig auf andere Personen angewiesen ist, sondern das Teil größtenteils selbstständig erledigen kann. Blinde Sehen machen funktioniert teilweise. Wird immer mal wieder versucht, dass man auf der Rückseite des Auges an die Sehzellen entsprechende Elektronen anbringt, um dort Reize aufzuzeichnen und dann wieder an den Körper abzugeben. Das hier unten ist ein bisschen sehr provokatives, eine etwas sehr provokative Abbildung, weil so wirklich so gut ist das Ganze noch nicht. Also meistens haben die Teile, die da eingebastelt werden, von 126x126 Pixeln. Die können theoretisch einen solchen Seheindruck ermöglichen. Theoretisch. Praktisch sieht so aus, ja, sie können Umrisse erkennen. Sie können erkennen, okay, ich befinde mich in einem Raum und eine Person steht vor mir. Das funktioniert schon. Ist aber alles sehr experimentell und alles, ja, dauert noch Jahre, bis da wirklich mal was serienmäßig für Patienten am Ende rauskommt. Das sind alles Einzelpatienten, an denen das ausprobiert wird, weil, irgendwann braucht man halt Patienten, Tiere können einem nicht unbedingt immer sagen, ob sie jetzt was sehen können und wie gut sie sehen können. Kann ich Ihnen nachher erklären. Machen wir, glaube ich, unter vier Augen. Aus Rücksichtnahme auf Anwesende. Dann gibt es das tolle, halbwegs tolle Cochlea-Implantat. Das heißt, man hat hauptsächlich Kinder, die ohne Hörfunktion auf die Welt kommen. Und dort hat man häufig das Problem, dass externe Hörgeräte einfach nicht funktionieren, weil innen drin Dinge schieflaufen. Und die externen Hörgeräte, die bis vor ein paar Jahren standardmäßig verbaut wurden, die zeichnen halt nur mit dem Mikrofon auf, was um sie herum passiert und verstärken das Signal. Aber sie sorgen nicht aktiv dafür, dass diese Signale irgendwo ankommen. Jetzt hat man diese Hörschnecke und hat eine gewisse Frequenzkodierung entlang dieser Hörschnecke. Das heißt, hier beim sogenannten Hörfenster hat man ganz hohe Frequenzen und sobald man weiter in die Mitte von dieser Hörschnecke geht, werden die Frequenzen länger. So dass sämtliche hörbaren, das gesamte hörbare Frequenzspektrum einmal in dieser Schnecke abgebildet ist und dort wird über Flüssigkeitsbewegung werden entsprechend Haarzellen angeregt, die dann diese Nervenimpulse generieren. Dort geht man jetzt hin und versucht einfach einen Schlauch in Anführungszeichen mit vielen kleinen Elektronen entlang dieser Schnecke einzubringen und diese Sinneszellen im Ohr entsprechend auszulösen und zu stimulieren, um damit einen Höreindruck zu verschaffen. Das macht man gerade bei Kindern ganz gerne, weil die in ihrer Entwicklung entsprechend ganz am Anfang stehen und sich mit dem Gehirn relativ gut darauf einstellen können und das lernen können. Also egal welchen Patienten man mit solchen Systemen bestückt, der braucht erstmal anschließend eine Zeit X, um sich an das System zu gewöhnen und das überhaupt zu erlernen. Mit einem normalen Höreindruck ist das jetzt nicht unbedingt vergleichbar.
Das Aktuellste, was ich gesehen hatte, waren 64 Elektronen, die sie mal auf so ein Cochlea-Implantat draufgebracht haben. Das heißt, man hatte entlang des ganzen Hörspektrums, was schon ein paar tausend Hertz sind beim Menschen, hat man insgesamt 64 Einzelfrequenzen, auf die normale Sprache und Umgebungsgeräusche vom Signalprozessor runter reduziert werden. Klar, man hat jetzt nicht wirklich Einzelfrequenzen, sondern immer pro Elektrode ein gewisses Spektrum, weil die Elektronen natürlich auch nicht alle winzig sind. Aber mit einem realen Höreindruck hat das noch lange nichts zu tun. Dann gibt es die Brain-Computer-Interfaces, die auf zwei Arten funktionieren. Entweder man nimmt, wie hier unten abgebildet, ein klinisches EKG, ein klinisches EEG und zeichnet die Hirnströme mit 64 Elektronen auf. Und dann kann man entsprechend feststellen, welche Hirnareale aktiv sind, und gewisse Hirnareale haben eine bestimmte Bedeutung. Und wenn man im Vorfeld Versuchsreihen gemacht hat, kann man sagen, der Patient bewegt irgendwas, also kriege ich Signal X und kann, wenn dieses Signal aufkommt, kann ich irgendwas tun. Jetzt hat man herausgefunden, dass diese Signale nicht nur generiert werden, wenn ich aktiv etwas tue, sondern auch nur, wenn ich dran denke, etwas zu tun. Also Patienten, die ihre Beine nicht mehr bewegen können, wenn die dran denken, ihre Beine zu bewegen, dann leuchten die gleichen Stellen im Gehirn, wie als wenn sie es real tun würden. Jetzt gibt's das einmal in normaler Oberflächenanwendung und halt in implantierbarer Art und Weise. Das implantierbare Gerät hat durchaus den Vorteil, ist genauer an der Signalquelle dran, hat gerade die große Schädelplatte nicht dazwischen, die eine erhebliche Streuung des Signals einfach verursacht. Und mit den Teilen kann man definitiv Steuerimpulse für einen PC, für einen Roboterarm und dergleichen generieren. Das implantierte System hat aber die erwähnten Nachteile. Das Oberflächensystem kommt da nicht ganz dran, aber auch dort lassen sich durchaus bei einzelnen Patienten entsprechende Steuerungen aufbauen. Werden wir nachher noch ein Beispiel sehen. Abschließend zum ersten Teil gibt es noch, wo wir an den Anfang mit Star Wars ein bisschen anknüpfen, gibt es mehrere Forschungsprojekte, gerade in Amerika, die versuchen, die Nervenübertragung Richtung Muskeln direkt an den Nerven abzugreifen und dann mechanische Hände mit zu steuern. Die mechanischen Hände sind inzwischen so weit, dass das durchaus funktionieren könnte, also von der reinen Umsetzung. Mit der Signalverarbeitung hapert das Ganze noch. Genauso ist es eigentlich zwingend erforderlich, dass man irgendeinen Weg findet, Sensorik in die Hand einzubauen, um dem Patienten rückzumelden, wie stark greifst du eigentlich zu. Einfachstes Beispiel, ich nehme eine Plastikflasche, halte sie fest, verändere den Druck nicht, mit dem ich diese Plastikflasche festhalte, und drehe einfach oben den Deckel auf. Was passiert? Ich drücke sie zu und das Wasser spritzt raus. Scheiße. Von daher brauche man zwangsläufig irgendeine Möglichkeit, dem Patienten Feedback zu geben, entweder über Nervensignale oder über andere Wege, dass der Patient weiß, was mache ich denn da mit diesem künstlichen Konstrukt, was ja da an meinem Arm dran herumhängt. Es gibt noch diese kleine Handprothese, die hier oben ist, die funktioniert in dem Falle nur halbwegs über Nervensignale, sondern die wird hauptsächlich getriggert durch Muskelsignale von anderen Muskeln in dem entsprechenden Arm. Das heißt, man spannt beispielsweise Bizeps und Trizeps an und detektiert die Signale, die Muskeln generieren, und leitet daraus dann Steuerimpulse für die Hand ab, um die Hand zu öffnen und zu schließen im einfachsten Falle. Ist durchaus für viele Patienten eine Erleichterung. In dem Falle wird die Hand hier oben von einer Firma produziert, die in Heidelberg hockt, und funktioniert ganz gut. Mal schauen, wo das Ganze noch hinführt. Jetzt kommen wir zu meinem eigentlichen Forschungsprojekt. Und zwar beschäftige ich mich inzwischen seit 2 Jahren am Uniklinikum in Heidelberg mit Querschnittslähmungen. Das heißt, wir haben Patienten, die durch eine Erkrankung,
bei uns hauptsächlich durch Unfälle irgendwo an der Wirbelsäule verletzt werden. Und je nachdem, wo ich an der Wirbelsäule verletzt werde, sind anschließend andere Körperfunktionen einfach nicht mehr aktiv. Dort hat man dann die Bezeichnung hier oben für die Halswirbel, für die Brustwirbel und für die Lendenwirbelsäule eingeführt und danach das Ganze benannt. Das heißt, wenn ich irgendwo hier im Hals im Bereich C5, C6 eine Verletzung habe, dann kann ich meine Schultern gegebenenfalls noch bewegen, vielleicht noch den Ellenbogen bewegen, aber meine Hand kann ich nicht mehr bewegen, beispielsweise. Dort ist überall logischerweise eine sehr große Varianz drin. Also man hat nie die Situation, dass ein Rückenmark wirklich komplett durchtrennt ist, sondern man hat immer noch einzelne Nerven, die da noch durchgehen. Und es kann sein, dass jemand seine Füße nicht mehr bewegen kann, aber spüren kann. Es kann aber auch den umgekehrten Fall geben, dass jemand seine Füße noch ganz normal spürt, aber sie halt nicht mehr bewegen kann. Funktioniert durchaus. In Deutschland haben wir roundabout 60.000 Querschnittslähmungen. Das ist aber alles auf der einen Seite sind es chronische Patienten, das heißt Patienten, bei denen das zwangsläufig so bleibt, die nicht mehr geheilt werden können. Und auf der anderen Seite ist das alles von ich spüre meinen kleinen Zeh nicht mehr, bis ich liege da und kann gar nichts mehr machen. Zwischen Männlein und Frauen verteilt sich das ungefähr 70-30. Und es gibt im Jahr rund 1.400 bis 1.800 neue Patienten. Hauptursache sind momentan noch Verkehrs- und Arbeitsunfälle. Erkrankungen nehmen deutlich zu, einfach weil größtenteils auch die Sicherheitsmaßnahmen an Arbeitsplätzen und dergleichen vorbeugender ausgelegt werden und damit diese Verletzungen seltener auftreten. Ja. Weiß ich nicht. Ist in der Statistik in dem Falle zusammengefasst worden. Allerdings kannst du sicherlich einen nicht gerade unbeträchtlichen Anteil an Motorradfahrern da beispielsweise mit reinzählen. Das, was mit 8% hier doch relativ deutlich hervortritt, sind Bade- und Sportunfälle. Da können wir so ungefähr die Uhr danach stellen, wann die ersten bei uns jährlich eintreffen, nämlich dann, wenn schönes Wetter ist und die ersten besoffenen Kopfsprung in den Baggersee machen. Weil was passiert beim Körper? Ich springe mit dem Kopf zuerst irgendwo ins Wasser, achte vorher nicht drauf, wie tief es ist und komme mit dem Kopf aus. Worüber rolle ich mich ab? Über die Wirbelsäule, knacks, ich habe einen Bruch in der Wirbelsäule drin, schade. Das wäre hier nochmal so die vollständige Statistik. Also hier sind die Verkehrsunfälle nochmal rausgenommen worden. Also anscheinend sind die Verkehrsunfälle sogar häufiger noch vertreten als die Arbeitsunfälle. Und hier unten mit paar Prozenten sind dann auch solche Dinge wie Suizidversuche, Tötungsversuche und dergleichen vertreten. Weil nicht jeder Brückenspringer erreicht sein Ziel damit am Ende. Wie sieht sowas im Arm aus? Damit beschäftige ich mich hauptsächlich. Das heißt, wir haben mehrere große Nervenbahnen, die vom Rückenmark durch den Arm runterlaufen bis vorne zur Hand. Dort haben wir hauptsächlich zwei große Adern, große Leitungen. Die eine versorgt für die Hand jetzt die Handoberseite, die ganzen Streckerfunktionen, die verläuft hier auf dem Unteroberarm, also auf der Oberseite. Das ist alles für die Streckerseite der Finger bestimmt und auf der Unterseite verläuft das Ganze für die Beugerfunktion. Somit können wir entsprechend relativ, ja, halbwegs genau zumindest sagen, an welchen Stellen ungefähr welche Bewegung für welche Finger ansässig sind. Dort benutzen wir die Elektrostimulation dazu. Das heißt, wir senden einen solchen Rechteckimpuls in den Körper hinein und geraten damit über diese Schwellspannung rüber und lösen ein Aktionspotenzial am Ende aus. Somit können wir durch entsprechende Signale, die wir reinjagen, Körperfunktionen wieder hervorrufen.
Was ist die Zielsetzung der ganzen Projekte, die da in dem Rahmen momentan stattfinden? Es geht darum, dass unsere Patienten, die haben halt keinen Körperteil verloren, sondern nur die Funktion nicht mehr. Und zwar haben sie ihre Verletzung im Rückenmark. Das heißt, die ganze Peripherie, die Infrastruktur ist meistens noch vorhanden. Die können wir benutzen. Was wollen wir unseren Patienten ermöglichen? Wir wollen ermöglichen, dass sie zwei Griffe anschließend beherrschen. Das eine ist der Schlüsselgriff. Der ist hier dargestellt. Der ist im Prinzip dazu da, um Besteck, Schlüssel, Stifte und dergleichen zu halten und zu benutzen. Und der andere Griff ist der Zylindergriff, der für Gläser, Flaschen und so weiter bestimmt ist. Auch dort gab es zwei Systeme. Das eine System findet mit Oberflächenelektronen statt. Das andere System war mal implantiert. Vorteil von dem Implantierten ist, man kommt direkt an die Nerven dran. Problem ist, das System existierte von 1995 bis 2000 und danach ist die Firma pleite gegangen, weil leider nur 150 Systeme verbastelt wurden. Weil so viele Patienten gibt es nicht und es hat sich nicht gerechnet und das System ist entsprechend in der Versenkung wieder verschwunden. War ein sehr schönes System, gibt es heute leider nicht mehr auf dem Markt. In Heidelberg sind wir aktiv dabei, entsprechende Oberflächensysteme zu entwickeln, unter anderem um die Testzeiträume so gering wie möglich zu halten und die Systeme möglichst bald an die Patienten zu bringen, weil sobald man Dinge halt in den Körper einbringt, muss man die Materialeigenschaften von den Elektronen und dergleichen immer weiter prüfen. Dort benutzen wir momentan, das ist so der momentane Standard bei uns, der auch in einer entsprechenden Ambulanz an einem Patienten eingesetzt wird im Alltag. Da hat man so vier Elektronenpositionen, die immer aus Kathode und Anode bestehen, wo dann entsprechend diese Stromimpulse generiert werden und gesteuert. Und die gibt nun. Ton sollte ich vielleicht mal aufstellen. Stört nur. Und gesteuert wird das über die gegenläufige Schulter. Also die haben einen Schulterjoystick und wenn sie die Schulter hochziehen, schließt sich auf der Gegenseite die Hand. Und wenn sie die Schulter wieder fallen lassen, öffnet sie sich wieder. Weil jetzt hat man vielleicht ein System irgendwann mal entwickelt, mit dem man bestenfalls jeden einzelnen Finger ansteuern kann. Jetzt hat man noch das Problem, wie steuert der Patient das denn? Wenn er nur seine Schultern noch bewegen kann. Ist ein Problem. Derzeitiger Standard bei uns ist ein Schulterjoystick. Es gibt genug Versuche, entsprechende Oberflächen-Brain-Computer-Interfaces oder auch implantierte dazu einzusetzen, dass die Patienten an irgendwelche Dinge denken und sich dann entsprechend ihre Hand bewegt, so wie es eigentlich stattfinden sollte, weil niemand bewegt mit der Schulter seine Hand. Wie das dann beim Patienten aussieht, oben sieht man, hat er keinerlei Unterstützung. Man sieht, er kann seine Schulter noch bewegen und seinen Ellbogen noch bewegen. Das ist ganz wichtig, damit er seine Hand zumindest im Raum positionieren kann. Aber wie man oben sieht, er schafft es ab und an mal ein Holzklötzchen da in die Box rein zu tun, aber das sieht doch sehr beschwerlich aus und ist mit sehr vielen Fehlschlägen verbunden. Und unten wiederum sieht man, dass das Ganze über die Steuerung doch sehr detailliert funktioniert. Wo kann man das dann in Realität bei den Patienten sehen? Einfachste Sache, die sicherlich im Alltag doch recht wichtig ist, ein Apfel essen. Einfach die Hand wieder benutzen, um Gegenstände zum Mund zu führen. Das funktioniert durchaus. Dort ist 2003 auch in Heidelberg schon versucht worden, entsprechend solche Dinge über Oberflächen-EEGs aufzulösen. Und hier seht ihr mal so ein paar beispielhafte Grafiken, wie das ungefähr aussieht. Wenn man die rechte Hand, die linke Hand und den Fuß bewegt, dann kriegt man ungefähr solche Signalergebnisse, wenn man die Oberflächen-EEGs auswertet. Hat eine gewisse Streuung, funktioniert nicht bei jedem Menschen, hängt sehr stark vom entsprechenden Messsetup aus.
ja, funktioniert mehr oder minder gut. Wo liegt das Problem an dem ganzen System? Das Problem liegt darin, wenn ich mein Handgelenk drehe. Hier kleben Elektroden aktiv auf die Oberfläche von der Haut auf. Jetzt kann jeder mal seine Haut festhalten und einfach mal das Handgelenk drehen und wird dann feststellen, dass seine Haut sich anders bewegt als der ganze Kram, der da drunter liegt. Das heißt, auch unsere Elektroden bewegen sich im Prinzip über den Nerven hinweg und irgendwann verlieren wir einfach das Signal zu den Nerven. So dass mein Hauptarbeitsgebiet, mein Forschungsgebiet besteht darin, eine Prothese zu entwickeln, die auf dem Elektronen-Array basiert, wo wir im Prinzip eine vordefinierte Elektronengröße anhand von Sensorinput der Rotation nachsteuern können. Dass wir virtuell diese Elektroden auf dem Arm nachverschieben. Dass wir das nicht real machen, sondern nur virtuell, indem wir möglichst viele Elektronen zur Verfügung haben, mit denen das passiert. In dem aktuellen Projekt versuchen wir eine Steuerung über eine entsprechende Gehirnschnittstelle aufzubauen. Wie das am Ende dann aussieht, kann ich momentan noch nicht beurteilen, unter anderem, weil es nicht mein Part ist, sondern das von den Kollegen an der Technischen Uni in Graz gemacht wird. Dann haben wir Software-Algorithmen, mit denen wir entsprechende Gehirnfunktionen erkennen müssen. Als Ausweichsystem benutzen wir weiterhin den Joystick. Und dann hab ich halt die Aufgabe mit meinen Kollegen in Heidelberg, dass wir die Umsetzung an die Nervenfasern irgendwie hinkriegen. So sieht unser derzeitiger Prototyp aus. Wir haben hier links eine Schaltung, die uns entsprechende Stimulationsimpulse vervielfacht und auf ganz viele Elektronen verteilt. Und links haben wir einen Handschuh, wo hier entsprechende Arrays aus Elektronen eingefasst sind. Das sind momentan 64 an der Zahl, womit wir dann entsprechende Stimulationen durchführen können. An der Stelle hätte ich ganz gerne 1 bis 2 Freiwillige. Ich würde euch nämlich ganz gerne mal aktiv eine solche Stimulation vorführen. Metallimplantate hat keiner von euch beiden, oder? Ja, gut zu wissen. Ja, schwanger brauche ich nicht fragen, aber... Ja, Metall im Arm wäre halt doof. Dann sucht euch mal eine Reihenfolge aus. Der eine kann sich darauf vorbereiten, der andere nicht. dann bräuchte ich mal ihren Arm. Und es gibt jetzt 2 Elektroden, die ich aufklebe. Das eine ist eine ganz normale Anode und das andere eine Kathode. Und ich lege die Elektroden, die jetzt verglichen mit der normalen Armanatomie doch recht riesig sind, klebe ich entsprechend an Stellen, wo... ich relativ sicher weiß, dass ich etwas treffe. Und ich werde jetzt langsam die Stromamplitude erhöhen. Und sie werden mit 6 Hertz, die ich momentan eingestellt habe, werden sie so ein Pochen merken. Und irgendwann, wenn es ihnen zu viel wird, sagen sie Bescheid, dann drücke ich auf Pause. Weil es kann irgendwann unangenehm werden und man sieht... Ja, genau. Genau, oder ich vergleiche es ganz gerne, wenn man einem der Arm einschläft. Und man sieht hier schon leicht, wie der Finger anfängt, in der entsprechenden Frequenz zu wackeln. Das kann ich nachher für die Kamera vielleicht nochmal deutlicher bei mir zeigen, weil bei mir weiß ich ungefähr, wie hoch ich gehen kann. Und es ist auch definitiv der Fall, dass man so weit hochgehen kann mit der Stromstärke. Ich korrigiere jetzt mal gar nichts. Ja, genau, dass man irgendwann definitiv nicht mehr aktiv gegensteuern kann. Also man kann es schon, man soll. Ja, es wird nur zunehmend schwieriger. Ja. jetzt, damit man. Dass es der Finger ist. Ja, der andere ist im Endeffekt wirklich einfach, weil der hier unten direkt in der Mitte liegt. Aber da klappt er nur zusammen und nicht nach außen. aber
Und wenn ich das entsprechend aufhöre, hört das Ganze auf. Klar, hier habe ich momentan 6 Hertz eingestellt, damit man überhaupt was sieht. Wenn ich da mit 50 Hertz drauf gehe, dann haben wir eine relativ gleichmäßige Bewegung und irgendwann verkrampft sich auch die Hand, weil das spielend ausreicht. Das reicht wirklich aus, um eine ordentliche Bewegung und eine ordentliche Kraft hervorzurufen. Nö. Oder, ja, nee, nicht unbedingt. Also wir haben gerade die Situation, dass wir einen Probanden gehabt hätten, der ist hat leider einen Herzschrittmacher, also kommt da nicht in Frage. Ist doof, aber im Normalfall passiert da nichts. So. Dann vielleicht noch ein zweiter. Ich meine, wir können das nach der Veranstaltung gerne noch ein paar Mal machen. Mir ist das egal. Ich habe das Gerät dabei und ich bin hier zumindest noch anderthalb Tage. Das war. Genau, lassen Sie die am besten hier einfach locker hängen lassen. Was durchaus schon versucht wurde, wo man dann sagen würde, ja, kann man vielleicht machen, ist, dass man nicht nur sagt, wir nehmen die Finger, sondern wir nehmen einfach größere Muskulatur, Gehfunktion, obere Extremitäten, also Oberarme und dergleichen. Problem an der Stelle ist, dass sich das meistens nur für kleinere Muskelgruppen anwenden lässt. Einfach weil größere Muskelgruppen auf Dauer zu schnell ermüden. Da hat man das Problem, dass ja, die Elektrode klebt ja auch anders. Wenn ich die Elektrode jetzt hier drüben hinsetzen würde, dann würde so eine Bewegung rauskommen. Wenn ich sie hier oben hinklebe, wird sowas rauskommen. Also das hängt stark von der Elektrodenposition ab. Und hier sieht man auch schon, was passiert, wenn er das Handgelenk dreht. Ich kriege urplötzlich eine komplett andere Bewegung raus als vorher. Problem ist halt bei großen Muskelgruppen, wenn man das dort macht, dass man immer den kompletten Nerven auslöst. Und man löst auch nicht immer nur einen Nerven aus, sondern man löst im Prinzip alle Nerven aus, die irgendwo in dem elektrischen Feld verlaufen, was darunter entsteht. Und somit lässt sich nur halbwegs... Das machen Sie mal besser selber. Ich will Ihnen nicht wehtun. Führt halt dazu, dass große Muskelgruppen ermüden erheblich schneller, unter anderem, weil wenn man sich so einen Nerv anguckt, hat man in so einem Nervenbündel außen liegende Nervenfasern und man hat innenliegende. Und die innen liegen, sind für die große Kraftanstrengung über längere Zeit in den Muskeln verantwortlich. Und die außen eher für reflexartige Bewegungen, für schnelle Bewegungen. Das heißt, wenn man die innen drin für längere Kraftanstrengungen wie Stehen, Gehen und dergleichen erreichen will, stimuliert man zwangsläufig die Nerven mit, die für reflexartige Bewegungen zuständig sind. Und die Muskelfasern, die entsprechend für die Reflexe zuständig sind, sind halt gar nicht darauf ausgelegt, dass sie größere Kräfte über längere Zeit aufrechterhalten. Von daher ist das für die nicht unbedingt möglich. Als Fazit kann man sagen, dass die Entwicklung weitergeht. Es ist mit einem Forschungsgebiet, was, sagen wir mal, aktiv seit 30 Jahren vielleicht betrieben wird, noch relativ jung in der Medizintechnik. Man kann mit vergleichsweise relativ wenig Aufwand noch recht viel erreichen. Entwicklung geht weiter, Miniaturisierung geht definitiv weiter. Es wird hoffentlich irgendwann auch wieder implantierte Systeme für entsprechende Patienten geben.
Es scheitert teilweise einfach daran, dass die Industrie nicht unbedingt das Interesse dran hat, weil die Patientenanzahl nicht groß genug ist, als dass sich das irgendwie finanziell machbar lohnen würde. Für die einzelnen Patienten ist es ein riesen Mehrgewinn. Und für die Aluhutfraktion habe ich so noch einen kleinen Ausblick in Form eines Videos. Und zwar ist das ein Projekt, was in New York mal stattfand. Da hat man eine Ratte genommen und hat der zwei Elektroden ins Gehirn gesetzt. Die eine Elektrode ist in den Gehirnlappen rein implantiert worden, der für das Lustzentrum zuständig ist. Und die andere Elektrode in den Bereich, der für die Effekte der Schnurrhaare zustande ist. Weil die Ratte orientiert sich anhand dieser Schnurrhaare, weil sie relativ schlecht sehen kann. Und dann hat man die Signale einfach genommen und mit eigenen Signalen übertüncht und hat der gleichzeitig Lustsignale verpasst. Somit konnte man die fernsteuern mit einer kleinen Tastatur. Das heißt, man konnte sagen rechts, links, und wenn die Signale aufgehört haben, stand sie da regungslos rum, orientierungslos und wusste nicht mehr wohin. Und sobald die Signale wieder kamen vom PC, hat sie wieder was getan. Wird aufgrund der Komplexität des menschlichen Körpers nicht so einfach machbar sein, wenn überhaupt. Aber ja. Und damit bin ich eigentlich mit meinem Teil fertig. Fragen? Es gibt ja dieses Problem, ich denke nicht an rosa Elefanten. Wenn man da irgendwie jetzt Elektroden oder so sich an seinen da angesetzt bekommt und das steuern soll, wie spezifisch ist das auf Gedanken, auf Zustimmung zum Beispiel der Patient damit verknüpft mit genau dieser Tätigkeit, und wie gut kann man das als Patient eigentlich kontrollieren, nicht nur, dass das überhaupt funktioniert, aber dass man das zum Beispiel auch unterdrücken kann. Halbwegs gut. Es lässt sich durchaus trainieren. Man hat gerade bei der EEG-Auswertung einfach viele unterschiedliche Effekte. Unter anderem relativ deutlich sieht man Signale, einfach wenn man die Augen rechts und links bewegt. Das heißt, es gibt mal ab und an mal Forschungsprojekte, die sowas Tolles wollen wie eine Flugzeugsteuerung anhand von Hirnsignalen aufbauen. Problem daran ist nur, dass die häufig genug dann in ihrer EEG-Auswertung nichts machen, außer die Augenbewegung zu detektieren. Und zu detektieren, guckt er nach rechts oder guckt er nach links. Weil man das sehr schön sieht. Andere Dinge sind erheblich schwieriger, und natürlich, wenn man irgendwelche anderen Dinge da mit reinmixt, sind die Signale ganz andere, als wenn man isoliert wirklich nur diese eine Bewegung hat. Anderes Thema ist, dass 99% sämtlicher EEG-Studien, die gemacht werden, standardmäßig mit Studenten gemacht werden, mit gesunden Probanden. Unter anderem Psychologiestudenten müssen einen Satz an Studienteilnahmen haben mit EEG-Studien, MRT-Studien, Persönlichkeitstests und dergleichen. Das ist bei denen teilweise fest im Studienplan vorgesehen. Und inwieweit dann die Ergebnisse, die man aus gesunden Patienten gewinnt, dann real mit den Ergebnissen zu vergleichen sind, die bei realen Patienten dann auftreten, die vielleicht einen Schlaganfall vorher hatten, die irgendwelche anderen Verletzungen hatten, die vielleicht seit 10 Jahren ihre Beine nicht bewegen, vielleicht hat sich das Gehirn umstrukturiert und die Signale liegen urplötzlich an einer ganz anderen Stelle. Kann alles sein. Geht's zu untersuchen? Also schwierig. Noch eine Frage? Dann beende ich das hier. Danke für eure Aufmerksamkeit.